Das Kätzchen stellt vor. Das Kätzchen und die magische Garage. Die Rakete. Eines Tages legte sich das Kätzchen wie immer schlafen und sah durch das Fenster den schönen Sternenhimmel. Aber am wichtigsten, es sah den großen, runden Mond. Das Kätzchen überlegte, warum sieht der Mond so sehr wie Käse aus? Aber vielleicht ist er ja wirklich aus Käse. Ich würde ihn sehr gerne mal probieren. Aber wie soll ich da hinkommen? Dazu braucht man nämlich eine echte Rakete. Und ich habe nur ein kleines rotes Auto. Mit ihm komme ich nie bis zum Mond. Ich hab's! Ich werde direkt morgen früh zu Max fahren. Er will mein Auto verbessern. Die Augen des Kätzchens schlossen sich und es fiel in einen tiefen Schlaf. Der Morgen brach an. Ich muss doch schnell zum Mond fliegen. Ich kann es kaum erwarten, alles Max zu erzählen. Aber vorher muss ich mich noch waschen. Und das Kätzchen ging ins Badezimmer. Das Kätzchen ging aus dem Haus, trat zu seinem roten Auto, setzte sich hinein, schnallte sich an, startete den Motor und fuhr los. Oh, schau mal, wer da fährt. Dieses Auto nennt man einen Abschleppwagen. Ich kenne ein Lied über ihn. Guck mal dort, ein Abschleppwagen. Seilwinde und Ketten helfen ihm so schnell wie möglich, die Autos zu retten. Jeden dieser Wagen kann er immer tragen. Bringt sie zur Garage, morgens oder abends. Hier ist schon die magische Garage. Das Kätzchen hupte wie immer zweimal. Piep, piep. Max, mach schnell auf. Ich bin es, das Kätzchen. Das Tor öffnete sich schnell und das Auto fuhr hinein. Hallo Kätzchen, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Erzähl schon, was los ist. Hallo, sagte das Kätzchen und es erzählte Max, wie es sich gestern schlafen gelegt hat und in den Himmel geschaut hat. Wie es am Himmel den großen, runden Mond gesehen hat, der wie ein großes Stück Käse aussah und wie es sich entschieden hat, zum Mond zu fliegen, um ein kleines Stück herauszuschneiden. Aber wie komme ich mit meinem kleinen Auto bis zum Mond? Mach dir keine Sorgen, Kätzchen. Jetzt machen wir aus deinem Auto eine echte Rakete. Hurra! Freute sich das Kätzchen. Wir laden das spezielle Programm herunter. Fertig. Zuerst müssen wir das Auto auf einer Hebebühne hochheben. So, Kätzchen, im Weltall kannst du nicht atmen. Da gibt es keine Luft. Deshalb müssen wir alle Ritzen an der Tür schließen, damit keine Luft entweicht und du atmen kannst. Ja, natürlich. Lass uns sie schließen. Wir brauchen einen besonderen Kleber. Wo ist er? Ah, da! Wir drücken darauf und füllen alle Ritzen aus. So. Und von der anderen Seite. Cool. Aber wie komme ich jetzt hinein? Die Türen können sich doch nicht mehr öffnen. Kätzchen, ich habe alles geplant. Wir bauen in das Dach eine spezielle Luke. Schau her. Wir nehmen eine Kreissäge, sägen ein passendes Loch. So. Und setzen die Luke darauf. Fertig. Wow, toll. Cool. Damit dein Auto bis zum Mond fliegen kann, müssen wir noch zwei spezielle Raketenantriebe montieren. Einen auf jeder Seite. Hier der erste. Wir schweißen ihn hier und da an. Den zweiten Antrieb befestigen wir an der anderen Seite. Wir schweißen ihn hier und da an. Fertig.
Diese Raketenantriebe werden ausreichen. Bis zum Mond ist es nicht so weit. Aber wenn du zum Mars fliegen würdest, würdest du größere Antriebe brauchen. Wir lassen das Auto runter. Fertig? Ich kann losfliegen, freute sich das Kätzchen. Darf ich? Nicht so schnell. Ich erzähle dir jetzt das Allerwichtigste. Um zum Mond zu fliegen, muss man dein Auto senkrecht aufstellen. Oha, aber da oben ist doch das Dach. Ich mache doch ein Loch hinein. Mach dir keine Sorgen, Kätzchen. Das hier ist doch eine magische Garage. Hier gibt es eine spezielle Luke. Juhu, das ist ja toll. Kätzchen, setz dich ins Auto und verschließe die Luke gut. Das Kätzchen kletterte auf den vorderen Teil des Autos, dann auf das Dach und gelangte durch die Luke in das Auto. Es setzte sich, schnallte sich an, schloss die Luke und nahm das Lenkrad in beide Hände. Der Pilot ist bereit für die Reise zum Mond. Max, heb das Auto hoch, öffne die Luke im Dach und starte die Raketenantriebe. Verstanden, Kapitän. Wir lassen das Seil herunter. Haken es ins Auto, heben es hoch und stellen es vertikal nach oben. Wir öffnen die Luke. So, fertig. Wir starten jetzt den Countdown. 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Juhu! Das ist ja toll. Komm bald zurück, Kätzchen. Auf Wiedersehen. Tschüss, Max. Die Raketenantriebe waren so stark, dass das Auto vom Kätzchen sehr schnell Kurs zum Mond aufnahm. Zuerst war der Mond noch ganz klein, aber mit jeder Sekunde wurde er immer größer und größer. Was sind das für komische Geräusche? Was piepst da so? Das verstehe ich nicht. Mit der Technik ist alles in Ordnung. Das Geräusch wurde immer lauter und lauter. Es scheint, dass etwas kaputt ist und Max ist nicht in der Nähe. Was soll ich denn machen? Das Kätzchen bekam Angst und schloss die Augen. Und als es sie wieder öffnete, sah es, dass es in seinem Bett lag. Hinter dem Fenster schien die Sonne. Im Vorderhof stand sein geliebtes rotes Auto. Uff, wie gut, dass das nur ein Traum war. Ich fahre jetzt zu Max und erzähle ihm von allem, was ich geträumt habe. Aber zuerst muss ich mich waschen und meine Zähne putzen. Und das Kätzchen ging ins Bad.